Unser Abenteuer beginnt in der Antarktis, wo ein Team von Wissenschaftlern hart daran arbeitet, in das Eis zu bohren, um Kernproben zu sammeln. Aber während sie tiefer bohren, schlägt das Unglück zu, das Eis unter ihrem Lager beginnt zu knacken und ihr Bohrer beginnt zu versinken. Gerade als es scheint, als könnten die Dinge nicht schlimmer werden, droht Jason beinahe in das Loch zu fallen. Zum Glück sind Jack und Frank schnell dabei, ihn zu packen und in Sicherheit zu ziehen. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Jack wagt einen kühnen Sprung über den Riss, um die Proben zu holen, nur um festzustellen, dass das Eis unter seinen Füßen bricht und ihn hinabstürzen lässt. Mirakulöserweise gelingt es ihm, sich an einer Axt festzuhalten, und seine Freunde ziehen ihn sicher zurück. Während sie Luft holen, werden sie Zeugen des erstaunlichen Anblicks, wie sich das gesamte Eisregal in Stücke bricht. Aber unsere Geschichte endet nicht dort. Die Szene verlagert sich zu einem großen Treffen über den Klimawandel in Neu-Delhi, wo die Einsätze höher sind als je zuvor. Er sagt, die Erde könnte einfrieren, wenn wir weiterhin fossile Brennstoffe wie bisher verwenden. Er sagt ihnen, es könnte noch lange dauern, aber unsere Enkelkinder könnten in großen Schwierigkeiten sein, wenn wir nichts ändern. Nach dem Treffen trifft Jack auf Terry, der für eine Gruppe arbeitet, die das Wetter beobachtet. Sie sprechen darüber, was sie gesehen haben, und es fängt an, stark zu schneien, während sie reden. Das lässt sie denken, dass vielleicht das, wovor Jack gewarnt hat, beginnt zu passieren. In den nächsten Wochen trifft seltsames Wetter verschiedene Teile der Welt. In Japan fallen riesige Eisblöcke vom Himmel und verletzen viele Menschen. In Schottland zeigen Terrys Computer, dass Teile des Ozeans sehr schnell sehr kalt werden. Sie sind so kalt, dass die Signale, die sie ins Meer gelegt haben, festgefroren sind. Und im Weltraum sehen Astronauten, wie sich riesige Stürme auf der Erde bilden. All diese Ereignisse machen klar, etwas stimmt nicht mit unserem Klima und wir müssen schnell etwas dagegen unternehmen. In der nächsten Szene sind wir in Washington DC, wo Jack seinen Sohn Sam am Flughafen absetzt. Sam, ein sehr intelligenter Schüler, wurde zu einem großen Wettbewerb in New York eingeladen. Obwohl Jack für seine Arbeit berühmt ist, scheint Sam verärgert über ihn zu sein. Jack war immer zu beschäftigt wegen seines Jobs. Aber er verspricht Sam, dass er, sobald er in Rente ist, die verlorene Zeit mit der Familie nachholen wird, solange sie alle noch da sind. Später, als Sam mit seinen Freunden Laura und Brian in New York ankommt, sehen sie eine Menge Vögel schnell davonfliegen, als hätten sie Angst vor etwas. Jack von seinem Wetterüberwachungsort aus an und erzählt ihm einige beängstigende Nachrichten. Er sagt, die große Kälte, von der Jack gesprochen hat, kommt schnell und es gibt keine Möglichkeit, ihr zu entkommen. Als Jack fragt, wie schlimm es ist, sagt Terry, es sei das schlimmste Ereignis seit 10.000 Jahren. Dann sind wir in einem Wetterzentrum in Kalifornien, wo ein Mann mit seiner Freundin abhängt. Der Mann überprüft das Fernsehen und sieht, wie schlimm es ist. Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, verursachen Chaos in der Stadt. Er eilt, seinen Chef anzurufen und warnt vor den Tornados, die als nächstes kommen könnten. Während das Chaos sich entfaltet, reißen riesige Tornados durch die Stadt und hinterlassen nichts als Zerstörung. Es scheint, als wäre es eine wilde Geschlechtsverkündungsparty, die schiefgelaufen ist. Als Reaktion auf die eskalierende Krise wird in Washington DC ein dringendes Treffen im Büro für globale Veränderungen einberufen. Die Teilnehmer diskutieren die schweren Wetterereignisse, die weltweit stattfinden, und erkennen, dass ernsthafte Probleme vorliegen. Während des Treffens klärt Jack, der unter den Teilnehmern ist, über die Ursache des Chaos auf. Die Störung der Nordatlantikströmungen aufgrund des schnellen Schmelzens des Polareises, eine Folge der globalen Erwärmung. Er warnt davor, dass das, was sie beobachten, erst der Anfang ist und dass die Dinge in den kommenden Tagen nur schlimmer werden. In der nächsten Szene trifft sich Jack mit dem Vizepräsidenten, um die kritische Natur der Situation zu betonen. Er betont die dringende Notwendigkeit von Massenevakuierungen in den nördlichen Staaten, um sich auf die bevorstehende Polarböe vorzubereiten. Der Vizepräsident, der das Ausmaß der Situation nicht erkennt, weist Jacks Warnungen ab und zeigt ein gefährliches Maß an Ignoranz. Drei Hubschrauber werden entsandt, um die Königin aus dem Royal Palace zu evakuieren. Doch als sie durch das Auge des Sturms fliegen, gefrieren ihre Instrumente sofort, was die ernsten Folgen der sich entfaltenden Katastrophe weiter unterstreicht. Als die Hubschrauberblätter stoppen, stürzen alle drei Hubschrauber ab und hinterlassen Verwüstung. Nur ein Pilot überlebt den Absturz, wird jedoch tragischerweise beim Verlassen des Wracks erfroren. In Manhattan finden sich Sam und seine Freunde währenddessen mitten im Chaos gestrandet.
In ihrer Verzweiflung, der Turbulenzen der Stadt zu entkommen, wagen sich die drei auf die Straßen, nur um auf weitere Verwüstungen zu stoßen, als eine kolossale Flutwelle aus dem Nichts auftaucht und Wolkenkratzer sowie die ikonische Freiheitsstatue verschluckt. Mit der unmittelbaren Gefahr vor Augen suchen Sam und seine Begleiter Zuflucht in der National Library Hall. Doch die Angriffe fordern Tausende von Menschenleben, die nicht so viel Glück haben. Inmitten des Chaos kontaktiert Terry Jack und warnt ihn vor der gefrierenden Luft über Europa, die die Hubschrauberabstürze verursacht hat. Jacks Alarm wächst, als er herausfindet, dass der herannahende Sturm die USA viel schneller treffen wird als erwartet. Mit nur noch 48 Stunden, bevor alles einfriert. Bei der Konsultation von Wettervorhersagen entdeckt Jack das Aufkommen von drei monströsen Wettersystemen weltweit, die sich rapide intensivieren. In Europa hat die Polarkälte bereits ihren tödlichen Marsch begonnen. In der Zwischenzeit sucht Sam verzweifelt nach einem funktionierenden Telefon in der Bibliothek und versucht im Angesicht von Naturschäden um Hilfe zu rufen. In einem Ort ohne Handyempfang kämpft Sam darum, ein funktionierendes Telefon zu finden. Schließlich entdeckt er eines, das auf einem anderen Stockwerk unter Wasser liegt. In seiner Verzweiflung, seine Eltern zu erreichen, schwimmt er zu dem Telefon und schafft es schließlich, einen Anruf zu tätigen. Jacks Erleichterung ist deutlich spürbar, als er die Stimme seines Sohnes hört. Obwohl besorgt, findet Sam Trost in der beruhigenden Zusicherung seines Vaters, dass Hilfe bald kommen wird. Am nächsten Tag, während sich die Bibliotheksinsassen mit Vorräten versorgen, werden sie durch ein seltsames Geräusch draußen erschreckt. Als sie durch die Fenster schauen, erleben sie den unglaublichen Anblick eines Frachtschiffs, das durch die überfluteten Straßen fährt. In Washington, D.C. ist Jack damit beauftragt, über die Lage zu informieren. Jack schlägt die dringende Evakuierung der Bewohner der südlichen Staaten nach Mexiko vor. Der Vizepräsident lehnt die Idee jedoch ab, verweist auf logistische Herausforderungen und nimmt einen Seitenhieb auf die Idee von Mauern. Er stellt die Frage nach dem Schicksal der Bewohner im Norden. Jack erkennt düster an, dass es für sie zu spät ist und rät ihnen, drinnen zu bleiben, da es draußen sicheren Tod im gefrierenden Sturm bedeuten würde. Überraschenderweise befolgt der Präsident Jacks Rat und ordnet an, dass die Nationalgarde die verbleibende Bevölkerung in den Süden evakuieren soll. In New York beobachten die Bibliotheksinsassen eine Gruppe Menschen, die über die gefrorenen Landschaften wandern, und schließen daraus, dass sie auf dem Weg zu wärmeren Staaten sind. Inspiriert von ihrer Entschlossenheit beschließen sie, sich dem Schnee zu stellen, bevor er schlimmer wird. Trotz Sams Warnungen vor der drohenden Gefahr verhallen seine Bitten ungehört und alle außer seiner Gruppe und einigen anderen verlassen die Bibliothek. Seinen Kollegen und engen Freunden Frank und Jason auf den Weg nach New York. Gewohnt an das arktische Wetter von ihren Forschungsreisen, setzen sie ihren Weg fort. Zurück in der Bibliothek verliert Laura das Bewusstsein mit Fieber, was Sorge in der Gruppe auslöst. Sie entdecken eine Wunde an ihrem Bein und fürchten, dass sie zu einer Blutvergiftung führen könnte. In einer bedrohlichen Wendung wird deutlich, dass Laura dringend Penicillin benötigt, um eine Amputation zu vermeiden. Entschlossen, ihre Freundin zu retten, beschließt Sam, sich auf ein nahegelegenes Frachtschiff zu wagen, um nach Medizin zu suchen, wobei sich Brian und JD ihm anschließen. Inzwischen erhält der Vizepräsident auf einer Militärbasis verheerende Nachrichten. Der Präsident ist bei einem Unfall während der Evakuierung gestorben. Die Krise verschärft sich, als Forscher herausfinden, dass das Auge des Sturms nun auf New York City zusteuert. Anderswo kämpfen Jack und Jason darum, ihr Ziel zu erreichen, wobei Jason vor Erschöpfung zusammenbricht. Jack trägt seinen Freund weiter, in der Hoffnung, Fortschritte zu machen. Zurück in der Bibliothek macht sich das Trio auf den Weg zum Frachtschiff, nur um auf hungrige Wölfe zu stoßen, die aus einem nahegelegenen Zoo entkommen sind. JDs Schicksal scheint besiegelt und Sam und Brian müssen allein durch die Gefahren des Schiffs navigieren. Trotz der Gefahr gelingt es ihnen, Penicillin in der Küche des Schiffs zu finden, werden jedoch bald von den Wölfen angegriffen. Während sie ihre Optionen abwägen, bemerkt Sam, wie sich der Himmel draußen klärt, was einen Hoffnungsschimmer inmitten des Chaos bedeutet. Angesichts der unmittelbaren Gefahr des sich nähernden Sturmzentrums geht Sam mutig einen Schritt weiter, riskiert sich selbst, um die Wölfe von der Küche wegzulocken. Er huscht durch das verlassene Schiff und entgeht knapp der Wolfsrotte. Als er sich mit seinen Freunden wiedervereinigt, finden sie JD, der nicht mehr stehen kann. Sam und Brian improvisieren einen provisorischen Schlitten, um JD zurück in die Bibliothek zu transportieren. In der Zwischenzeit sucht Jack,
der sich mit der Realisierung der Nähe des Sturms auseinandersetzt, verzweifelt nach Unterschlupf. Er entdeckt einen offenen Lüftungsschacht und sichert Jason schnell dort drinnen, bevor er sich ihm anschließt. Während der Frost hereinbricht und alles auf seinem Weg einfriert, entkommen sie knapp dem Zorn des Sturms. Zurück in der Bibliothek bemüht sich die Gruppe, das Feuer aufrechtzuerhalten, ihre Lebensader gegen die brutale Kälte. Mit purer Entschlossenheit gelingt es Jack, ein Feuer in einem offenen Ofen zu entzünden und dringend benötigte Wärme zu erzeugen. Jason erwacht und stellt fest, dass der Ort in Eis gehüllt ist, was das Ende des Sturms signalisiert. Da die Zeit knapp wird, betont Jack die Dringlichkeit ihrer Situation. In dieser Nacht finden sie Schutz in einem Zelt und grübeln über die Zukunft der Menschheit im Chaos nach. Jack reflektiert über die Widerstandsfähigkeit der Menschen während vergangener Eiszeiten, warnt jedoch vor der drohenden Gefahr des Aussterbens in dieser Ära. Nach Wochen erbarmungsloser Stürme zeigen sich Anzeichen von Hoffnung. Die internationale Raumstation beobachtet, wie sich der Sturm in Europa auflöst, was einen Wendepunkt markiert. In der Zwischenzeit tritt Jack aus dem Zelt und findet klaren Himmel und durchbrechendes Sonnenlicht. Während sie durch die gefrorene Landschaft wandern, stoßen sie auf den surreal anmutenden Anblick der Freiheitsstatue und versunkener Schiffe, die im Eis gefangen sind. Ihre von Schmerz und Leiden geprägte Reise führt sie an die Küsten von Manhattan. Doch ihre Hoffnungen werden zerschlagen, als sie entdecken, dass die Bibliothek vom Eis verschlungen wurde. Mit Verzweiflung im Hintergrund erscheint ein Hoffnungsschimmer. Jack und Jason bemerken eine kleine Öffnung im Schnee, eilen herbei und betreten die Bibliothek durch diese Öffnung, sich an die Möglichkeit des Überlebens inmitten der Verwüstung klammernd. Entschlossen, Sam zu finden, durchkämmen Jack und Jason das vereiste Gelände, bis sie ihn und seine Gruppe zu ihrer immensen Erleichterung finden. Trotz der erschütternden Bedingungen sind sie am Leben, dank der Wärme des Feuers. Die lang ersehnte Wiedervereinigung zwischen Vater und Sohn entfaltet sich und markiert einen bewegenden Moment im tumultartigen Wetter. Die Szene wechselt dann nach Mexiko, wo der neue Präsident Nachrichten über Überlebende in New York erhält. Begeistert von dieser Entdeckung kündigt er in einer live im Fernsehen übertragenen Ansprache eine umfangreiche Rettungsaktion an und verspricht, jeden, der in den nördlichen Staaten gestrandet ist, zurückzuholen. In den letzten Momenten des Films erreichen Hubschrauber Manhattan und entdecken mehrere Überlebende, die auf Dächern auf Rettung warten. Schließlich werden sie in den Süden in Sicherheit geflogen. Mit dem Abschluss des Films blickt ein Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation auf die Erde und bemerkt die Klarheit des Himmels. Seine Beobachtung wird durch eine spielerische Bemerkung über die Entdeckung von Bezos Rakete unterbrochen, was der Szene eine gewisse Leichtigkeit verleiht, die von einem tiefen Gefühl der Erleichterung und Hoffnung durchdrungen ist.